von Al-Qahira News. Hier ist, was auf der Welt passiert. Verstecken in Schutzräumen und Tausende von Vertriebenen. Ein amerikanischer Plan für eine Feuerpause an der libanesischen Grenze und koreanische-russische Schritte zur nuklearen Abschreckung. Mehr als 1 Million Siedler begeben sich nach dem Ertönen der Sirenen in die Schutzräume in Tel Aviv und Umgebung, während das Heimatfrontkommando der Besatzungsarmee die Bewohner von Kiryat Shmona in Obergaliliya aufrief, angesichts des Schusswechsels mit der Hezbollah in der Nähe der Schutzräume zu bleiben. Andererseits gab die Internationale Organisation für Migration bekannt, dass im Libanon 90.530 Menschen durch die Eskalation der israelischen Angriffe in den letzten Tagen vertrieben wurden, davon 40.000 in 283 Notunterkünften, und die Zahl steigt weiter. Die britische Zeitschrift The Economist warnte vor einem umfassenden Krieg Israels im Libanon, bei dem sich die Bombardierung auf das besetzte Quds und Tel Aviv, die beiden Handelszentren des Besatzungsstaates, ausdehnen könnte, was ausreichen könnte, um die Besatzungswirtschaft an den Rand des Abgrunds zu bringen. Die Bemühungen der Regierung von US-Präsident Joe Biden konzentrieren sich nun auf eine diplomatische Initiative zur Beendigung der Kämpfe im Libanon und zur Wiederaufnahme der Verhandlungen über das Abkommen über Gefangenen und Häftlinge in Gaza, um die Eskalation in der Region zu stoppen. Trotz der komplizierten Lage an der libanesischen Grenze hat die Besatzung ihre Kampagnen im besetzten Westjordanland nicht eingestellt. Die Besatzungstruppen stürmten die Stadt Jenin und ihr Lager mit einer großen Anzahl von Militärfahrzeugen und begannen, das Regierungskrankenhaus von Jenin und das Ibn Sina Krankenhaus zu belagern. Sie stürmten auch die Dörfer Kharbatha, Bani Harith und Deir Bzia westlich von Ramallah und hinderten die Palästinenser am Betreten oder Verlassen. Nordkorea und Russland haben neue Schritte zur nuklearen Abschreckung unternommen, da Nordkorea zugesagt hat, seine nukleare Abschreckung kontinuierlich zu verstärken, während es gleichzeitig die Ankunft eines amerikanischen U-Boots mit Nuklearantrieb in Südkorea verurteilt hat. In Russland leitete der russische Präsident Wladimir Putin eine Sitzung des russischen Sicherheitsrates zum Thema nukleare Abschreckung, während Russland bestätigte, dass es seine Nukleardoktrin überarbeitet, in der die Umstände festgelegt sind, unter denen es auf den Einsatz von Atomwaffen zurückgreifen könnte. Eine Reihe von Wissenschaftlern an einer russischen Universität hat die Alterungsrate des Herz-Kreislauf-Systems ermittelt und bestätigt, dass der Alterungsprozess sehr früh einsetzt, und man geht davon aus, dass dies im Alter von 21 Jahren geschieht.